Yo, moin, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Ender Games. Ich bin heute der Skorpion und vorneweg, ich habe gerade eben schon mal aufgenommen, aber die Aufnahme war dezent scheiße. Nein, die Aufnahme war so geil. Ich habe die übrigens gerade verarscht, dass ich nur 17 Abos habe, also wundert euch nicht. Ja, die Aufnahme war so geil und dann hat die Aufnahme mit einem geendet. Warum ist er nicht ganz einfach? Der Server hat mal wieder geleckt. Ist schon toll, wenn man Erster ist und dann leckt der Server. Also wenn man Erster gewesen wäre, aber der Server geleckt hat und man deswegen... Ich bin nicht losgerannt, ich bin so dumm. Okay. Die Runde werden wir sowas von verlieren. Okay, folgendes. Ich bin Skorpion. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich hoffe aber nicht. Das ist meine Kiste. Komm schon. Lass mich darauf. Okay. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas ansprechen. Genau. Denn ich habe mein Zimmer ein bisschen umgestellt. Aber das willst du sowieso schon hast. Ich glaube, das habe ich bis jetzt in jeder Ender Games Folge erwähnt. Aber warum ist eigentlich ganz einfach? Das werdet ihr morgen aber auch nochmal erfahren. Da werde ich euch das nochmal erzählen. Und zwar folgendes. Warum morgen? Morgen ist übrigens wieder Cast Talk. Also ab jetzt jede Woche Dienstag. Wenn ich schaffe, wenn nicht, dann nicht. Ist ja irgendwie logisch. Aber ja, warum? Ich will eigentlich ab jetzt meine Videos immer mit Facecam machen. Das heißt... Ich kann nicht mehr der asoziale Gamer sein, sondern ich muss mich jetzt auch mal ein bisschen schick machen. Aber ja, das werden wir dann sehen. Also, wie gesagt, ihr könnt jetzt schon mal in den Kommentaren hier... Okay. Ihr könnt jetzt schon mal in den Kommentaren hier ein bisschen diskutieren, was ihr denn davon haltet, ob ich die Videos mit Facecam machen soll oder ob ich das lieber sein lassen soll, weil meine Fratze total hässlich ist. Guck mal, der Server leckt schon wieder toll, oder? Ja, so einfach mal in die Kommentare schreiben, dann werde ich darauf auf jeden Fall Rücksicht nehmen, denn es geht ja um euch und wenn, oder warte, wir machen das anders, ich packe euch einen Strawpoll-Link in die Beschreibung und könnt ihr da abstimmen, ist für mich einfach und für euch, da muss ich keine Kommentare lesen und ihr müsst keine Kommentare schreiben, aber Kommentare müsst ihr trotzdem schreiben, weil das hilft mir, aber das wisst ihr ja hoffentlich. Ey, nein, du Ficker, okay, er wollte mich töten, aber ich habe ihn getötet, also ich habe ja schon Schuhe. Ganz vergessen. Warum hat er uns nicht mit dem Eisenschwert geschlagen? Der hatte doch ein Eisenschwert. Ja, was ist denn mit dem los? Also, wenn ich ein Eisenschwert hätte, dann würde ich es auch benutzen. Okay, folgendes. Speedboost. Kompass. 100 Blöcke. Ich bin immer noch nicht zum Regen gekommen. Okay. Hat sich jetzt angehört, als ob ich einen Kork im Mund hätte. Aber hatte ich nicht. Hat sich nur so angehört. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich es voll vergessen. Mach die Kiste auf! Okay. Die Kiste ist offen. Ja, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Okay, folgendes. Wie oft habe ich jetzt schon folgendes gesagt? Vier Diamanten! Vier Diamanten. Mach mir dir Schwert, ich mach mir dir Schwert. Wehe, wo das gerade jemand hingeportet haben, fick ich dich. Nein, niemand da. Okay, wo bist du? 70 Blöcke entfernt. Oh, mehr Pfeile für mich, mehr Pfeile für mich. Okay, ich glaube, ich werde jetzt endlich mal zum... Ich werde niemals zum Regen kommen. Okay, Essen? Was hast du denn Essen? Hier. Warte, wo ist denn der nächste Spieler? 80 Blöcke, okay. Aber bis dahin würde ich gerne was zu essen haben. Okay, warte, jetzt werde ich ausreden. Ich nehme mir das jetzt fest vor. Und zwar, weil ich mein Zimmer umgeräumt habe, habe ich meinen Fernseher rausgeschmissen, weil ich irgendwie sowieso nie Fernsehen schreibe. Fernsehen schreibe? What the fuck? Weil ich sowieso nie Fernsehen schaue. Und, jetzt kommt die mega Überleitung. Ich habe keinen Fernseher mehr. Ich gucke nur noch YouTube. Ja, ihr wisst, worauf ich raus will. Und zwar hat Ted, also Dead Sheep, eine Single rausgebracht, beziehungsweise einfach nur ein Lied auf YouTube, das sich nennt Kein Fernsehen oder so. Guck mal, der Hund ist aggro. Sollen wir den hauen? Wow! Nein, ich will nicht stehen. Nein. Gib mir das ein Fleisch. Dankeschön. Okay. Oh, hier sind voll viele Schweine. Das finde ich cool. Hier war ich gerade eben, glaube ich, schon. Bevor ich... Nein! Und ja, ich würde einfach mal bitten, wenn ihr den Song noch nicht angehört habt von Ted,
Dann hört euch den auf jeden Fall an. Ich finde ihn mega cool. Also, er ist echt gut gemacht. Der Text ist geil. Man muss vielleicht auch mal auf den Text achten und nicht nur einfach nur den Song hören. Denn der Text ist ja eigentlich das Geile an dem Song. Also, wenn ihr den Song noch nicht gehört habt, dann hört ihn euch auf jeden Fall an. Ich verlinke euch den unten in der Videobeschreibung. Und mehr wollte ich, glaube ich, gar nicht sagen, außer dass das Server mal wieder leckt. Okay. Ihr soweit aufgehört zu lecken. Sarka. Ah. Guck mal, das Zeug, cool, oder? Okay, 200 Blöcke ist jemand entfernt. Und ich habe gerade Enchantment Bolus bekommen. Das bedeutet für mich, ich werde mir jetzt einen Verzauberungstisch suchen. Und dann werde ich die alle verzaubern. Noch mehr Diamanten. Ich bin so ein glücklicher Junge. So. Hey, mach keinen Scheiß jetzt. Warte mal. Ich mache mir Diamanthelm, ich mache mir Diamanthelm. Was soll der Geiz? Habe ich mir gedacht, was soll der Geiz? So, warte, dann kommt das und das weg und dann kommt das und das hier ran. Und jetzt habe ich noch 5 Eisen. Damit kann ich mir so gut wie gar nichts machen. Doch, warte, ich kann mir damit Schuhe. Warte, was habe ich denn für Schuhe? Goldschuhe, dann mache ich mir damit Eisenschuhe. Eisenschuhe sind geil. Nein! Jetzt habe ich mir einen Helm gemacht. Ich bin so blöd. Okay. Was soll ich noch tun? Hä? Ich habe doch vorher die ganze Zeit Bögen gefunden. Wo sind die Bögen hin? Und ich habe nichts mehr zu essen, mal wieder. Surprise! Ich habe nichts mehr zu essen. Aber ich bin jetzt wieder hier. Ich glaube, es sind. Der Batschkoto, ist das der Batschkoto, der das Spiel programmiert hat? Also, ich weiß nicht, ob er Ender Games auch programmiert hat, aber soviel ich weiß, hat er Rage programmiert. Und das Lustige ist nämlich, dass ich Batschkoto kenne. Also, doch, ich kenne ihn auch fast persönlich, kann man sagen. Er war nämlich früher mal beim anderen Server, bevor er zu Gommels Server gegangen ist. Und von da kenne ich ihn. Und jetzt kommt's. Batschkoto redet nie. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile redet, aber stirb, Schwein. OP-Schwein. Aber bevor er bei Gommel war, hat er auf jeden Fall nie geredet. Das ist ein Programmierer, der hat auch Spiele programmiert. Für den Gommel Server unter anderem. Und ich hatte. Warum habe ich jetzt schon wieder Hunger? Liegt das hier an diesem. An dem Leck vielleicht? Jetzt. Okay. Ich hatte vorher doch einen Bogen. Wo ist der Bogen hin? Komm schon, lass hier einen Bogen drin sein. Nein, aber noch ein Diamant. Okay, wo bist du? Wo bist du? Okay, jetzt ist er fast bei mir. Fast bei mir ist er. Okay, warte, habe ich irgendein Zeug, das ich verwenden? Nein. 70 Blöcke rennen noch nicht vor mir weg. Oder Isaac. Der Batschkoto ist das. Das ist der Batschkoto. Oh, wurde getauscht. Renn noch nicht weg. Scheiße, ich habe mich viel zu weit geportet, ey. Nein, der Server leckt wieder. WTF. Was geht denn ab? Was passiert hier? Ich verstehe es nicht. Der Server laggt? Ey, was ist das für eine Scheiße? Ohne Witz, ich finde das für einen Arsch. Man spielt die ganze Zeit gut, dann laggt der Server, dann ist er auf einmal weg, dann ist jemand anders wieder da und dann laggt der Server wieder und dann wird man getötet. Okay, aber egal, es ist alles gut. Ich beruhige mich jetzt, es ist alles gut. Alles gut. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn nein, dann fickt euch selbst. Nein, natürlich nicht. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare, was man denn vielleicht noch besser machen könnte. Und ich würde sagen.